So, auf geht's, das erste Spiel im Blitzturnier hier in der Reiferbahn in Schwerin. Es trifft hier jetzt die A-Jugend des VfL Bad Schmartau auf die A-Jugend des HCM des Rostocker Handballclubs. Wir spielen über die Distanz von 2x25 Minuten und die Rostocker beginnen hier mit einer 5-1-Spielweise, das heißt eine Spielerin am Kreis und 5 darum verteilt. Und so ganz gelingt es beiden Mannschaften noch nicht hier ins Spiel zu kommen. Ballverluste auf beiden Seiten zum ersten Mal, es bleibt beim 0:0. Das erste Mal nun ein Spielzug angesagt vom VfL Bad Schmartau. Und ein schöner Block. Und es führt zum Einwurf für Bad Schmartau. Jetzt ein anderer Spielzug von Bad Schmartau mit einem zweiten Kreisläufer, den genutzt, auf den Außen gespielt. Und Schlör kann den Ball verwandeln, 1:0 für den VfL Bad Schmartau. Nun auch Rostock mit einem angesagten Spielzug. Der Spielzug abgebrochen und dann etwas überhastet abgeschlossen. Die Rostocker jetzt mit einer 5-1-Deckung. Das bedeutet, eine Spielerin etwas vorgezogen, um den Mittelmann, der das Spiel aufbauen soll, bei den Gegnerinnen zu stören. Trotzdem kommen sie über außen zum Wurf, der geht aber vorbei. So Ballbesitz für Rostock. Die Rostockerinnen das erste Mal gestellt auf Johanna Borchardt. Aber der Ball geht an den Außenpfosten. Es bleibt beim 1:0. Jetzt wechselt Bad Schmartau den Mittelmann. Und jetzt spielen sie mit einem zweiten Kreis. Ohne aus dem Hintergrund. Hat sich die Lücke ergeben und Tollner mit dem 2:0 für die Bad Schmartauer. Saubere Abwehraktion von Bad Schmartau und die erste Welle, zweite Welle kommt zum Abschluss, aber landet an der Latte und so bleibt es beim 2:0. Und das erste Mal erfolgreich jetzt Borchert für den Rostocker HC mit dem Sprungwurf zum 2:1.
wieder den Mittelmann gewechselt, die Rostocker Abwehr ein wenig durcheinander gewirbelt, den Ball auf außen gespielt und der Torwart bleibt erfolgreich. Gegemante und die Rostocker wollen es schnell spielen, kriegen den Ball aber nicht unter Kontrolle und geben den Ballbesitz wieder ab. Und wieder Mante am Kreis, an der Außenposition, nimmt sich den Wurf und scheitert erneut an Klaassen. Aber wieder das schnelle Spiel der Rostocker, zu unkonzentriert. Und so geben sie den Ballbesitz wieder ab. Und da kommt der Kreis raus als Anspieler. Und es gibt die erste gelbe Karte gegen Lisa Goldschmidt im blauen Trikot. Und nun haben die Rostock einmal gut verteidigt und die Spieler wollen sie ja schnell spielen. Und wieder zu ungenau. Und es gibt Einwurf für den VfL Bad Schwartau. Und wir kommen jetzt mal mit Geschwindigkeit von hinten. Das sieht sicherer aus. Und es wird auch verwandelt. Franziska Nese mit dem 3:1.